Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Kürzlich hatten meine Frau und ich ein sehr interessantes Gespräch im Auto. Und irgendwie kam die Frage auf, wie Gott all diese schrecklichen, furchtbaren, greulichen, gewalttätigen Aktionen und Handlungen der gesamten Menschheit heute mit ihrer Perversität überhaupt ertragen kann. Wie kann er das irgendwo zulassen, ohne dass er auf den geistlichen Knopf drückt, der die ganze Welt in Scherben fallen lassen würde? Nun, es ist interessant, wenn man sich diese Frage näher betrachtet. Denn vielfach operiert man mit Argumenten, die eine gewisse Ausgangsbasis haben und dann zu einer gewissen Zirkulation und Entscheidung führen, die aber möglicherweise gar nicht so stimmen. Wie wir sehen werden, hatte Hiob das Problem. Er hatte auch eine gewisse Vorstellung und ist dann von der Vorstellung ausgegangen und konnte dann nicht begreifen, warum gewisse Dinge geschahen, die in seinem Leben geschahen. Nun, grundsätzlich gilt in der Tat, was wir in Psalm Kapitel 14 lesen. Psalm 14, und schauen wir uns Vers 2 an, und das wird nachher noch einmal an anderer Stelle wiederholt. Genau die gleiche Aussage. Da heißt es, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Paulus würde dies auch später im Neuen Testament zitieren. Hier wird gesagt, dass Gott auf die Menschenkinder blickt, um zu sehen, wer ihm folgen will. Nun, eine weitere Stelle findet sich in Psalm Kapitel 11 und in Vers 4. Psalm 11 und Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Also auch hier wiederum geht es darum zu sehen, wer dem Wege Gottes folgen möchte. Nun, David war sich klar bewusst, dass Gott in seinem Leben wirkte, dass er eigentlich gar nichts tun konnte, was bei Gott verborgen sein würde. In Psalm 139 spricht er davon, und zwar in sehr ausführlicher Weise, wie Gott in seinem Leben gegenwärtig ist. Psalm 139, angefangen in Vers 1. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Später würde Christus sogar sagen, dass der Vater weiß sogar, um was wir beten werden, noch bevor wir darum beten werden. Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Denn Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Führe ich gen Himmel, Vers 8, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, Seele, bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Bei dir ist die Idee. Und dann sagt er, wenn man jetzt weiterlesen würde, dass Gott ihn sogar bereits schon kannte, als er im Mutterleibe geformt wurde. Möglicherweise, andere Stellen deuten darauf hin, dass er ihn kannte, noch bevor er überhaupt gezeugt wurde. Also hier sehen wir die Allgegenwärtigkeit von Gott. Und wir sehen auch die Tatsache, dass er allwissend ist im Hinblick auf David. Er wusste ganz genau, was David tun würde, was er tat, wie er sich entschied und so weiter und so fort. Und dies gilt in einem solch gewaltigen Maße, dass im Buch Hiob der Hiob Folgendes sagt, in Kapitel 7. Und wie gesagt, wir werden uns heute sehr eingehend mit einigen Aussagen von Hiob
befassen. In Hiob Kapitel 7, da sagt er, angefangen in Vers 17, was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Nun, er spricht zwar vom Menschen allgemein, aber natürlich geht es um ihn selbst. Er sagt quasi zu Gott, warum bekümmerst du dich so um mich? In Vers 18, jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg, schauen Sie, von mir weg, und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Er beklagt sich darüber, dass er diese Leiden durchmachen muss und versteht nicht, warum. Nun, wir lesen auch in der Bibel, dass eine Trennung stattfindet zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist wichtig zu begreifen, im Hinblick auf die Frage, die ich eingangs stellte, wieso kann Gott alles dies so ertragen, was die Menschen tun. Nun, zunächst einmal Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27, und hier finden wir die sehr interessante Stelle, angefangen in Vers 45, als Christus am Kreuz hing. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Vers 46, aber um die neunte Stunde schrie Jesus laut, und jetzt sagt er das hier in Aramäisch, Eli, Eli, Lama, Asabtani, oder Asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hatte Gott, der Vater, ihn in diesem Augenblick wirklich verlassen? Die Antwort ist absolut ja. Es war dies sogar eine Prophezeiung, die David im Alten Testament im Buch der Psalmen niedergeschrieben hatte, inspiriert war, niederzuschreiben. Schauen Sie, in diesem Augenblick lastete die gesamte Sündenschuld der Menschheit auf Christus. Er kam ja als das Lamm Gottes, um die Sünden der Welt hinwegzutragen. Alle die Sünden, die schrecklichen Perversionen, alles das, was man sich nur so vorstellen kann, was der Mensch im Laufe seiner Lebensweise getan hat, alles das lastete jetzt auf Christus. Christus war jetzt, wie auch Paulus sagt, die personifizierte Sünde geworden. Er wurde zur Sünde. Nicht, dass er jemals gesündigt hätte, aber er übernahm alle Sünden der Menschen. Und als Konsequenz lesen wir im Buch Habakuk, Kapitel 1 und Vers 13, was über die Natur, über den Charakter, über Gott gesagt wird. Habakuk, Kapitel 1 und Vers 13, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Und dann stellt auch Habakuk die Frage, die auch Hiob fragen würde, warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Zunächst einmal wird klar gesagt, Gottes Augen sind zu rein, als dass er auf Böses blicken könnte. Hier in diesem Falle lag die gesamte Bosheit der Menschheit auf den Schultern Christi. Deswegen musste der Vater ihn für einen kurzen Augenblick verlassen. Und in der Tat ist dies geschehen. Denn Sünden trennen uns von Gott. Das wird in der Bibel immer und immer wieder betont. Jesaja Kapitel 59. Jesaja 59, angefangen Vers 1. Da heißt es, siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht auch taub geworden, dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen, eure Sünden scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Da ist eine Trennwand jetzt aufgerichtet worden. Und unsere Sünden trennen uns von Gott. Deswegen müssen wir, wenn wir die Sünde erkennen, dieselbe bereuen, aufhören zu sündigen, den richtigen Weg zu gehen, sodass wir diese Versöhnung, diese Gemeinschaft wieder haben können mit Gott. In Jesaja Kapitel 1 und Vers 15. Und da jetzt Christus die personifizierte Sünde war, musste ihn der Vater für eine kurze Zeit in der Tat verlassen. Und Christus, als er am Kreuz hing, merkte dies natürlich. Jesaja 1 und Vers 15. Auch hier wiederum wird gesagt, und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Warum? Denn eure Hände sind voll Blut. Er sagt, waschet euch, reiniget euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten,
schafft den Waisen recht, führt der Witwe Sache. Aber das taten sie ja gerade nicht. Und deswegen gab es eine Trennwand, eine Trennung. Über das Gebet werden wir nachher noch sprechen. Aber hier eine weitere interessante Stelle im 5. Buch Mose. In Kapitel 23. Da lesen wir angefangen in Vers 10. Wenn du ausziehst gegen deine Feinde und ein Lager aufschlägst, so hüte dich vor allem Bösen. Wenn jemand unter dir ist, der nicht rein ist, weil ihm des Nachts etwas widerfahren ist, so soll er hinaus vor das Lager gehen und nicht wieder hineinkommen, bis er vor dem Abend sich mit Wasser gewaschen hat. Und wenn die Sonne untergegangen ist, so soll er wieder ins Lager gehen. Das war natürlich eine rituelle Vorstellung und eine rituelle Vorschrift. Aber sie hat gleichwohl etwas Bedeutendes im geistlichen Sinne zum Ausdruck gebracht. Denn lesen wir einmal weiter in Vers 13. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst deine Schaufel bei dir haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben, und wenn du gegessen hast, sollst du zuscharren, was von dir ausgegangen ist, wenn du gesessen hast vielmehr. Denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deiner Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass nichts Schändliches unter dir gesehen werde und er sich von dir wende. Im geistlichen Bereich das Gleiche, was wir eben im Buch Jesaja gelesen haben. Gott ist unter uns, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir gezeugte Kinder sind. Und Gott will nichts Schändliches unter uns sehen. Und wenn wir etwas Schändliches haben, sollen wir das ablegen. Denn sonst würde Gott sich von uns wenden, solange wie wir diese Schändlichkeit weiter betreiben. Wenn also Gott reinere Augen hat, sodass er nicht auf das Böse blicken kann, will und nicht kann dann, weil er es eben nicht will, was bedeutet das dann für uns? Nun schauen wir uns einmal Hiob Kapitel 31 an, was Hiob gesagt hat. Hiob 31 und Vers 1. Ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Nun, er war ein verheirateter Mann. Wenn er lüstern geblickt hätte auf eine Frau, eine Jungfrau, eine andere Frau, egal, dann hätte er ja in seiner Gesinnung Ehebruch begangen. Und deswegen warnt uns Christus auch später davor, in Matthäus Kapitel 5 und Vers 28, dass wenn wir mit falschen Gelüsten, mit Begierde auf eine andere Frau blicken, um mit ihr eben Ehebruch zu haben, dann haben wir bereits schon Ehebruch betrieben in unserem Herzen. Also das bedeutet, dass wir natürlich auch aufpassen müssen, wie wir uns anderen Menschen gegenüber verhalten. Darauf will ich noch eingehen. Aber der Hiob, der sagte, ja, das habe ich ja doch alles gemacht. Ich bin doch unschuldig. Ich habe doch nicht gesündigt. Wieso hat dann Gott scheinbar mich verlassen? Das ist das, was er immer wieder in Frage stellt. Er glaubt ja unschuldig zu sein. Und deswegen gab es hier diese Verzweiflung, diesen Zwiespalt. Er wusste nicht so recht, wie er das so auf die Reihe kriegen konnte. In Hiob Kapitel 9 und in Vers 16, da sagt er nämlich, wenn ich ihn auch anrufe, dass er mir antwortet, so glaube ich nicht, dass er meine Stimme hört. Also ganz egal, ich bin zwar unschuldig, aber Gott hört mich trotzdem nicht. In Kapitel 30, Hiob 30 und Vers 20. Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Aber er war ja unschuldig, wie er meinte. Wie kann das dann sein? Hiob Kapitel 9 und Vers 21. Schauen wir uns ein paar Stellen an, wie er immer und immer wieder seine Unschuld beteuert. Hiob Kapitel 9 und Vers 21. Er sagt, ich bin unschuldig. Ich möchte nicht mehr leben. Ich verachte mein Leben. Ich bin unschuldig. Vers 35. So wollte ich reden und mich nicht vor ihm fürchten, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst. Er sagt, wenn ich ihn sehen könnte, würde ich ihm das mal erklären. Kapitel 10, die Verse 5 bis 7. Oder ist deine Zeit wie eines Menschen Zeit?
oder deine Jahre wie eines Mannes Jahre, dass du nach meiner Schuld fragst und nach meiner Sünde suchst, wo du doch weißt, dass ich nicht schuldig bin. Und da ist niemand da, der aus deiner Hand erretten kann. Du weißt das doch, Gott, dass ich unschuldig bin. Ja, wieso antwortest du mir dann nicht, wenn ich zu dir bete? Wieso lässt du diese Leiden über mich kommen? In Kapitel 19 und Vers 6, Hiob 19 und Vers 6, er spricht da seine Freunde an, die natürlich auch nichts verstanden von dem, was in Hiobs Leben vor sich ging. So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Gott hat Unrecht getan, er hat ungerecht an mir gehandelt. Kapitel 27, die Verse 5 bis 6. Er sagt wiederum zu seinen Freunden, das sei ferne von mir, dass ich euch Recht gebe. Bis ich sterbe, will ich von meiner Unschuld nicht lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen weist mich nicht wegen eines meiner Tage. Und dann noch schließlich in Kapitel 31 und in Vers 6. Gott möge mich wiegen auf rechter Waage, so wird er erkennen meine Unschuld. Also, er würde begreifen, dass er mir Unrecht getan hat, dass er mich leiden lässt, obwohl ich unschuldig bin, dass er mich verlassen hat, wie Hiob meint, obwohl da gar kein Grund dafür vorhanden war. Nun, Gott hatte ihn in keinster Weise verlassen, aber Gott wusste natürlich um Hiob. Aber Hiob wusste auch, dass Gott auf die Gebete der Ruchlosen nicht achtet. Das war jetzt sein Zwiespalt, das war seine Verzweiflung, das war seine Unklarheit in dem Ganzen. In Hiob Kapitel 27, da lesen wir die Verse 8 und 9. Was ist die Hoffnung des Ruchlosen, wenn Gott mit ihm ein Ende macht und sein Leben von ihm fordert? Meinst du, dass Gott sein Schreien hören wird, wenn die Angst über ihn kommt? Also klar, der Ruchlose kann nicht erwarten, dass Gott ihn beachtet, dass Gott auf seine Gebete hört, dass Gott ihn errettet. Und das wird immer und immer wieder deutlich gemacht, auch in anderen Stellen. Micha, Kapitel 3. Schauen wir uns einmal im Buch Micha an, Kapitel 3. Was uns Micha sagt, in Vers 4. Micha 3, in Vers 4. Wenn sie dann zum Herrn schreien, wird er sie nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor ihnen verbergen, zur selben Zeit, wie sie es mit ihrem bösen Treiben verdient haben. Auch in Psalm 66 und Vers 18. Nun, warum lese ich diese Stellen jetzt? Sie haben alles damit zu tun, zu begreifen, wie Gott mit dem Unrecht der Menschen umgeht. In Psalm 66 und Vers 18, da sagt David, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Gott würde gar nicht darauf achten, was wir beten, wenn wir total von falscher Motivation getrieben Schändliches erwarten, Schändliches verlangen, Schändliches für uns wünschen. Und daher Hiobs Verzweiflung. Ja, er sagt, aber das gilt ja alles doch gar nicht für mich. Ich bin doch unschuldig. Schauen wir uns erneut Hiob Kapitel 16 an. Die Verse 16 und 17. Hiob 16. Und die Verse 16 und 17. Mein Antlitz ist gerötet vom Weinen. Auf meinen Wimpern liegt Dunkelheit, obwohl kein Frevel in meiner Hand und mein Gebet rein ist. Ja, wenn das Gebet rein ist, warum hört mich dann Gott nicht? Meint Hiob, fragen zu müssen. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Und er sagt, okay, ich weiß, die Ruchlosen, die werden kein Gehör finden bei Gott, aber die Gerechten scheinbar auch nicht. Von daher eine verallgemeinerte Idee in Hiob 24 und Vers 12, die natürlich nicht richtig ist. Aber dazu kam es jetzt bei Hiob, der kam mit seiner Verzweiflung nicht zurecht. Hiob 24 und Vers 12. Er beschreibt allgemein die Zustände in der Welt und er schreibt, aus der Stadt seufzen Menschen und die Seele der Erschlagenen schreit, doch Gott achtet nicht darauf. Also, das gilt auch für Gerechte. Von daher, Gott achte nicht auf mich, sagt Hiob. Und das erklärt jetzt seine
Situation. Mit anderen Worten, er versucht verzweifelt, seine angebliche Unschuld mit Gottes Wirken und Nichtwirken und seinen Leiden in Einklang zu bringen. Tun wir das auch manchmal? Haben wir so gewisse Ideen, von denen wir nicht ablassen wollen? Und dann versuchen wir krampfhaft gewisse Umstände in unserem Leben, sich ereignen mögen, zu erklären. Die Verzweiflung, diese Diskrepanz wird auch dadurch deutlich, dass Hiob selber wusste, dass Gott nach wie vor in seinem Leben wirksam war. In Hiob Kapitel 9, da sagt er in Vers 11, siehe, er geht an mir vorüber, ohne dass ich es gewahr werde, und wandelt vorbei, ohne dass ich es merke. Also manchmal sagt er, merke ich noch nicht einmal, dass Gott da ist, aber er ist da. Wie sieht es dann aber aus mit dieser Situation? Nun, um es kurz und klar zu sagen, mit Hiob sieht es so aus, dass er in der Tat ein großes Problem hatte, das er aber nicht sehen konnte. Er hat immer und immer wieder betont, dass er nicht gesündigt hat, dass er unschuldig ist. Aber Salomo würde später im Buch Prediger sagen, es gibt keinen Menschen, der so gerecht ist, dass er nicht auch sündigt. Das Hauptproblem bei Hiob war natürlich seine Selbstgerechtigkeit, eine große Sünde. Nun, Gott wurde von Satan aufgefordert, ihn zu verfolgen und er, also Hiob zu verfolgen. Und Gott würde später sagen, du hast mich dazu ohne Grund bewegt. Mit anderen Worten, Satan gab ihm keinen Grund. Satan konnte die Selbstgerechtigkeit von Hiob selber gar nicht erkennen, weil er selbst ein durchaus total selbstgerechtes Wesen ist, der von seiner Richtigkeit, seiner Auffassungen scheinbar überzeugt ist. Also einen Grund hatte Satan Gott nicht geliefert, aber Gott wusste natürlich sehr wohl, wie es bei Hiob aussah und Hiob würde das später auch begreifen. Und er würde dann sagen, ja, ich habe von dir nur vom Hörensagen gehört, aber jetzt haben mich deine oder dich meine Augen gesehen. Mit anderen Worten, jetzt habe ich erkannt, wer und was du eigentlich wirklich bist, dass du alles vermagst. Und deswegen werde ich nicht mehr weiter falsche Dinge von mir geben. Hatte bereut, was Falsches er gesagt hat. Nun, die drei Freunde hatten scheinbar zunächst einmal nicht bereut. Und deswegen sagte Gott zu Hiob, sagt deinen drei Freunden, die sollen bereuen und du bete für sie, denn sie haben Falsches geredet. Nicht so wie mein Knecht Hiob. Nun, Knecht Hiob und seine Reden waren auch verkehrt in gewisser Weise, aber er hatte bereut. Das ist der Unterschied. Aber schauen Sie, es geht jetzt darum, dass diese Welt von Gott abgeschnitten ist. Als damals im Garten Eden Adam und Eva sündigten, da haben sie den Weg zum Baum des Lebens verloren, wurden aus dem Paradies vertrieben. Der Baum des Lebens war symbolisch für den Heiligen Geist. Sie konnten diesen Heiligen Geist jetzt nicht mehr erlangen. Nun, das heißt nicht, dass sie die unvergebbare Sünde begangen haben, die irgendwie nie vergeben werden könnte, weil sie hatten den Heiligen Geist gar nicht erhalten. Sie werden ihre Chance noch erlangen in der sogenannten zweiten Auferstehung. Aber zunächst einmal wurde durch ihr Verhalten bestimmt, dass der Mensch für ungefähr 6000 Jahre seine eigenen Ideen, seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Philosophien, seine eigenen Rechtssysteme und Regierungssysteme aufrichten würde. Alles unter der Inspiration von Satan, dem Teufel. Denn Satan, der Teufel, ist der Gott dieser Welt. Er ist der Herrscher auf dieser Erde zurzeit. Er hat seinen Thron hier auf Erden. Und Gott lässt das zu. Aber weil eben die Welt abgeschnitten ist von Gott und weil die Welt dann ihre eigenen Ideen produziert hat, deswegen ist es auch so, dass Gott sich jetzt nicht in jedem einzelnen Detail um das kümmert, was die Menschen dieser Welt eigentlich so tun. Das ist grundsätzlich der Fall. Die Weisheit dieser Welt wird sehr stark von Gott und von Paulus zum Beispiel auch verurteilt. Er sagt, diese Weisheit der Welt, das ist nichts weiter als Narrheit bei Gott. Und leider wird diese Weisheit der Welt sogar auch in unsere Kinder, in den Schulen und dann unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Universitäten weiter verkauft von den Lehrern, von den Professoren, die auch nichts weiter sind als solche, die die Weisheit der Welt gefressen haben. Und da wird zum Beispiel Sexualkundeunterricht abgehalten. Und da werden die scheußlichsten, schrecklichsten, intimsten Dinge jungen Menschen mitgeteilt. Und alles dies ist normal, alles dies ist total akkurat und da gibt es gar nichts drüber, irgendwo sich aufzuregen. Das ist halt so,
Leben und leben lassen. Man kann halt tun und lassen, was man will. Gott wird sowieso in keinster Weise da mit einbezogen. Wie sieht es mit den heidnischen Festtagen aus? Die sind ja alle unter der Inspiration von Satan entstanden. Weihnachten und Ostern, das sind jetzt Festtage, die werden mit einem christlichen Mantel versehen. Auf einmal wird das dann ein Festtag, der Gott dienen soll. Ja, zu Weihnachten hat man den Weihnachtsmann und das Christkindlein, das einem dann Geschenke bringt am Heiligen Abend. Weihnachtsbaum. Ja, was hat das mit Christus zu tun? Absolut nichts. Alles dies sind heidnische Vorstellungen, heidnische Symbole. Das gleiche gilt für Ostern. Da gibt es Osterhasen, da gibt es Ostereier. Absolut nichts davon ist biblisch. Absolut nichts davon ist göttlich. Aber die Heiden haben diese Dinge alle schon immer gehalten. Und so hat dann die katholische Kirche damals die Heiden eingeholt und übernommen in die christlichen Gemeinschaften und hat dann so ein bisschen Veränderungen durchgeführt und diese heidnischen Bräuche und Symbole ein bisschen da ins Christliche verkehren wollen. Und dann hat man damals auch die Himmelskönigin angebetet. Das Buch Jeremia schreibt davon, das war die Göttin Ischar oder Ostara, wo der Name Ostern herkommt. Und heute betet man halt eine Himmelskönigin an, die hat man dann so christlich verbrämt. Das soll die angebliche Jungfrau Maria sein, die ist jetzt im Himmel als Himmelskönigin tätig. Alles heidnische Ideen. Alles unter der Inspiration von Satan entstanden. Und dann natürlich die absolut scheußliche und erbärmliche und gottfeindliche Evolutionstheorie. Das wird ja heute schon als Evolutionslehre dargestellt. Und die Lehrer, die verbreiten das, die Professoren, die verbreiten das, haben nicht die geringste Ahnung, was für einen Unfug sie eigentlich glauben und was für einen Unfug und eine niederträchtige, gottfeindliche Gesinnung sie an ihre Schüler, ihre Studenten weitergeben. Das fängt schon mit dem Urknall an. Da wird gesagt, ja, irgendwo ist dann das Universum explodiert und dann haben sich daraus dann letztendlich dann Planeten entwickelt, aus diesen Gesteinsbrocken, die da entstanden sind. Und was weiß ich nicht alles. Das Problem ist nämlich hier, ja, was gab es denn vor dem Urknall? Wieso gab es überhaupt Materie? Wer hat das erschaffen? Wieso gab es diese Gesetze, die dann dazu notwendig waren, um überhaupt dazu beizutragen, dass Planeten entstehen konnten? Ja, das Universum hat sich selbst erschaffen, hat so ein Wissenschaftler gesagt, ein sehr intelligenter Wissenschaftler im Sinne der menschlichen Interpretation, ein absoluter Narr in den Augen Gottes. Ja, und dann ist die Erde also entstanden und dann ist irgendwo eine Ursuppe entstanden und Gase aus dem All haben dann diese Ursuppe bombardiert und dann ist eine Zelle daraus entstanden. Und aus dieser Zelle hat sich dann alles weiterentwickelt. Darwin, einer der modernen Begründer der Evolutionslehre, hat ja behauptet, dass wir nichts weiter sind als wandernde Mollusken, also Einzeller. Die haben sich so entwickelt. Und aus diesen Zellen haben sich dann zunächst einmal Tiere im Wasser, in Ozeanen entwickelt. Und dann haben einige Tiere zu sich gesagt, nee, also am Wasser ist mir jetzt zu kalt. Ich will jetzt mal ans Land. Und dann sind sie ans Land gewandert. Und andere, die waren auch ans Land gekommen und haben dann gesagt, nee, also das Land ist mir aber auch nicht so recht und sind dann zurück ins Wasser. Okay, genau so wird es ihnen dargelegt. Natürlich nicht in dieser humoristischen Form, aber das ist genau die Quintessenz der Evolutionslehre. Warum grinsen eigentlich die Delfine? Wenn Sie die Delfine so anschauen, dann sehen Sie, dass die so lachen. Die lachen über diesen Unfug, diesen Unsinn, der da verzapft wird. Und dann einige, die da ans Land gewandert sind, die sagten, ja, ich will aber jetzt mal nicht nur immer auf dem Boden rumhocken, ich will jetzt mal fliegen. Und dann haben sie begonnen, irgendwie Flügel zu entwickeln. Daraus wurden dann die Vögel draus. Und andere sagten, ja, das ist doch nicht so richtig wahr und ich will mir da zurück auf die Erde. Und dann wurden dann andere Tiere draus, die sich entwickelt haben und letztendlich kamen dann auch die Säugetiere. Und aus diesen Säugetieren entstand dann der Mensch. Das ist die Evolutionslehre. Der absoluteste Schwachsinn, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und das wird unter der Inspiration von Satan mit Teufel unseren Kindern beigebracht. Deswegen liegt es an den Eltern, denen deutlich zu machen, wie verrückt, wie unsinnig, wie blödsinnig, wie total idiotisch diese ganze Idee ist. Erich Kästner schrieb einmal von den Menschen, dass die also ursprünglich auf den Bäumen gehockt hätten. Natürlich, die Idee war als Affen. Und dann haben sie sich zivilisiert und haben dann die schönsten Dinge entwickelt. Und dann schreibt er am Schluss seines Gedichtes, aber die sind nach wie vor die alten Affen. Und manchmal hat man wirklich so den Eindruck, dass da was dran ist an dieser Idee. Aber es geht mir jetzt darum, um Ihnen deutlich zu machen.
Es hat nämlich einen Punkt, das, was ich jetzt gesagt habe. Das ist alles eine von Gott abgeschnittene Philosophie, eine Welt, die sich selbst ihre eigenen Gedanken da zusammengetragen hat. Grundsätzlich ist diese Welt abgeschnitten von Gott. Und das bedeutet auch, dass grundsätzlich diese Welt von Zeit und Zufall abhängig ist. Sie ist Zeit und Zufall unterworfen. Was eben dann auch zeigt, dass Gott nicht eben auf alles achten will, was in dieser von ihm abgeschnittenen, unter Satans Herrschaft regierenden Welt geschieht. Er will gar nicht blicken auf das, was der Mensch in seiner Bosheit, seiner Verworfenheit, seiner Pervertiertheit alles so treibt. Prediger Kapitel 9, Vers 11. Wiederum sah ich, wie es unter der Sonne zugeht. Zum Laufen hilft nicht schnell sein, zum Kampf hilft nicht stark sein, zur Nahrung hilft nicht geschickt sein, zum Reichtum hilft nicht klug sein. Dass einer angenehm ist, dazu hilft nicht, dass er etwas gut kann, sondern das heißt, hier alles liegt an Zeit und Glück. Nun, es geht hier nicht um alle Menschen, wie wir gleich sehen werden, es geht um die Menschen dieser Welt. Was unter der Sonne geschieht, ist die Idee abgeschnitten von Gott. Aber andere Übersetzungen haben es besser. Zum Beispiel schreibt die Schlachterbibel und die Mengebibel, sie, es geht um die Menschen dieser Welt, sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Und die Elberfelder-Bibel schreibt, Zeit und Geschick trifft sie alle. Und das ist auch richtig übersetzt. Es geht nicht um uns alle, es geht nicht um alle Menschen, aber es geht um diejenigen, die in dieser Welt leben, die Menschen dieser Welt. Und Christus bestätigt dies. In Lukas Kapitel 13, Sie mögen Ihren Finger hier in Prediger behalten, da kehren wir gleich drauf zurück. Aber in Lukas Kapitel 13, da gibt uns nämlich Christus ein sehr interessantes Beispiel, wo er die Zustände dieser Welt beschreibt und dann aber eine andere Kategorie von Menschen anführt. In Lukas 13, angefangen in Vers 1. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, besser, wenn ihr nicht bereut, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr keine Gesinnungsänderung durchlauft, werdet ihr alle ebenso umkommen. Ebenso wie diejenigen, die von diesem Turm erschlagen wurden, ebenso wie der Pilatus, die Galiläer getötet hat. Was bedeutet dies aber? Dass solange wie keine Reue vorliegt bei der Menschheit, zunächst einmal Gott nicht ständig auf das blickt, was die Menschen tun. Apostelgeschichte 17. Und Vers 30, Apostelgeschichte 17 und Vers 30, da ist etwas, was der Paulus hier sagt. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun oder bereuen. Und dann auch noch in Kapitel 14 und in Vers 16, auch hier wiederum bestätigt Paulus, zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen. Die waren abgeschnitten von Gott. Sie sind es nach wie vor. Solange wie sie sich weigern, Gott in ihrem Leben anzuerkennen und gemäß seinen Geboten zu leben. Aber das gilt nicht für Christen. Das gilt nicht für solche, die Gott berufen hat, aus dieser Welt herauszukommen. Ob sie jetzt schon gezeugte Christen sind oder solche, die auf dem Wege sind, herauszukommen aus dieser Welt, weil Gott sie letztendlich in seiner Familie haben möchte. Und so lesen wir in Prediger Kapitel 9 und in Vers 1, Prediger 9 und Vers 1, denn ich habe das alles zu Herzen genommen, um dies alles zu erforschen, Gerechte und Weise, und ihre Werke sind in Gottes Hand. Also nicht mehr in der Hand von Zeit und Zufall, sie sind in Gottes Hand. Und es geht nicht nur um die Zeit,
der Gerechten, sondern es geht sogar um die Zeiten. Gute Zeiten, böse Zeiten. Alles das ist unter Gottes Kontrolle. Das ist etwas, was Hiob hätte berücksichtigen müssen. Psalm 31 und Vers 16. Das ist etwas, was David hier zum Ausdruck bringt. Psalm 31 und Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen, aber richtig übersetzt heißt es, meine Zeiten stehen in deinen Händen. Das bedeutet, dass Gott aber nicht kontinuierlich auf die abscheulichen Taten der Menschen blickt, dass er jede einzelne schreckliche Gräueltat berücksichtigt, darauf blickt. Interessant ist, wie Gott das alles organisiert. Zunächst einmal benutzt er Engel, um ihm Bericht zu erstatten. Da gibt es einige Bibelstellen, die das deutlich machen. Sacharja Kapitel 1, lesen wir die Verse 8 bis 11. Sacharja Kapitel 1, angefangen Vers 8. Ich sah in dieser Nacht und siehe, ein Mann saß auf einem roten Pferde und er hielt zwischen den Myrten in der Tiefe und hinter ihm waren rote, braune und weiße Pferde. Und ich sprach, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete, diese sind's, die der Herr ausgesandt hat, die Lande zu durchziehen. Sie aber antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten stand, und sprachen, wir haben die Lande durchzogen, und siehe, die ganze Erde liegt ruhig und still. Mit anderen Worten, sie gaben Bericht. Sie gaben Bericht dem Engel des Herrn, das kann durchaus Jesus Christus gewesen sein. Wenn nicht, dann würde dieser Engel dann die Botschaft weitergeben an Jesus Christus und Gott den Vater. Sacharja Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Und ich hob meine Augen abermals auf und siehe, da waren vier Wagen, die kamen zwischen den zwei Bergen hervor. Die Berge aber waren aus Kupfer. Am ersten Wagen waren rote Rosse, am zweiten Wagen waren schwarze Rosse, am dritten Wagen waren weiße Rosse, am vierten Wagen waren scheckige Rosse, allesamt stark. Und ich hob an und sprach zum Engel, der mit mir redete, mein Herr, wer sind diese? Und der Engel antwortete und sprach zu mir, es sind die vier Winde des Himmels, die hervorkommen, nachdem sie gestanden haben vor dem Herrscher der ganzen Erde. Und die schwarzen Rosse zogen in das Land des Nordens, die weißen zogen hinter ihnen her, die scheckigen zogen in das Land des Südens. Diese starken Rosse also zogen aus und wollten sich aufmachen, um die Lande zu durchziehen. Und er sprach, geht hin und durchzieht die Lande, und sie durchzogen die Lande. Und dann würden sie wiederkommen, um Bericht zu erstatten. Das waren Engelwesen. Wo es hier von den vier Winden des Himmels die Rede ist. Da schreibt zum Beispiel die Authorized Version im Englischen, die King James Bibel, Geister. Nun, das Wort Geister oder Spirits im Englischen. Die Elberfelder Bibel schreibt in der Anmerkung Geister. Im Hebräischen ist es das Wort Ruach. Das Wort Ruach kann sowohl Geist als auch Wind bedeuten. Es waren hier also Geister oder besser Geistwesen. Geister, das hört sich so ein bisschen nach diesen spukenden Geistern an. Es waren also hier Geistwesen, es waren Engel. Es waren Engel, die ausgesandt waren, um die Lande zu durchforschen, die Erde zu durchforschen und dann Bericht zu geben zu Gott, was sie gesehen haben. Und das sind auch die Augen des Herrn, die werden auch so insoweit beschrieben. In Sacharja Kapitel 4 und Vers 10, da lesen wir, hier geht es jetzt um sieben Engelwesen und manchmal können Engelwesen in der Tat aussehen wie Pferde. Pferde sind in der Tat, überhaupt die physischen Dinge, sind überhaupt der geistigen Welt nachgebildet. Und so heißt es hier, jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Nun, diese Augen des Herrn, die werden auch zum Beispiel in Offenbarung 5 beschrieben. Offenbarung Kapitel 5 und in Vers 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die gesandt sind in alle Lande. Und eine weitere Stelle, die das deutlich macht, 2. Chronik. 2. Chronik, Kapitel 16. Zweiten Chronik, Kapitel 16,
Und in Vers 9, da heißt es in der revidierten Lutherbibel 2017, von der ich hauptsächlich lese heute, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Aber die Lutherbibel 2009 schreibt, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Also natürlich, sie durchlaufen die ganze Erde und sie schauen dann alle Lande, um zu stärken, die dem Herrn loyal gegenüber sind. Dann noch in Sprüche Kapitel 15 und in Vers 3. Sprüche 15 und Vers 3. Die Augen des Herrn sind an allen Orten, zu schauen auf Böse und Gute. Nun, es sind also die Engel, diese vier Geister, diese sieben Geister, Sicherheit auch noch andere, die berichten Gott, wie pervertiert die Menschen sind. Und je nachdem, wie der Bericht ausfällt, mag Gott dann entscheiden, dass er in einem gewissen spezifischen Einzelfall eingreift. Wie das zum Beispiel bei Sodom und Gomorra der Fall war. 1. Mose 18, die Verse 20 und 21. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich es wisse. Na, Gott hätte es natürlich von vornherein wissen können, aber er wollte nicht auf das Böse blicken. Er hat zunächst einmal dieses Geschrei gehört, und das mag unter anderem auch ein Gebet von oder Gebete von dem gerechten Lot gewesen sein, der seine gerechte Seele plagte über das, was er sah. Aber er alleine würde nicht für das große Geschrei verantwortlich sein können. Es waren offensichtlich die Engel, die ihm Bericht erstattet hatten. Und jetzt wollte er nachsehen, jetzt wollte er mal die Menschen in Sodom testen, um zu sehen, wie pervertiert sie waren. Und dann wurde natürlich klar und deutlich gezeigt, wie pervertiert sie waren. Nun, wie sieht es mit dem Turmbau zu Babel aus? Auch hier wiederum eine ähnliche Situation. 1. Mose Kapitel 11, die Verse 5 bis 8. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Er hat also davon jetzt gehört, die Engel hatten es ihm scheinbar berichtet, hat es vielleicht auch selbst gesehen, es ist nicht so, dass er das nicht alles sehen könnte, aber diese Turmbaugeschichte, die mag er schon selbst auch gesehen haben, aber er ging jetzt hinunter, um jetzt deutlich zu erkennen, was da eigentlich jetzt los war. Und es heißt in Vers 6, und der Herr sprach, siehe, es ist allerlei Volk, allerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns, nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden, können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keine des anderen Sprache verstehe. Auch wiederum reagiert Gott scheinbar auf Berichte von Engeln, die ihm das zutrugen. Und dann natürlich die Flut von Noah, 1. Mose Kapitel 6. Da wird zunächst einmal von sexueller Unzucht gesprochen, von der Tatsache, dass hier sexuelle Tätigkeit geschah. Und es ging ja nicht irgendwie um Dämonen oder was, sondern es geht hier um Menschen, schlechte Menschen, die sich aber mit guten Menschen verbanden, was nicht hätte geschehen sollen. Und dann, nachdem das geschehen war, die Verse 1 bis 4. Dann heißt es in Vers 5, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden. Aber eine bessere Übersetzung, wie es auch die Elberfelder Bibel bringt, und der Herr sah, als Konsequenz dessen, was bereits geschehen war, was gerade geschehen war, und der Herr sah, oder dann sah der Herr, wie andere Übersetzungen es bringen, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, und da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und dann entschied er sich dafür, eine Flut zu bringen, die alles Leben vernichten würde. Denn auch die Tiere hatten ihren Weg verderbt, bis auf diejenigen, die in der Arche sein würden. Nun, Gott weiß grundsätzlich natürlich, dass der Mensch pervers lebt. Er muss nicht ganz spezifisch auf jede einzelne Abscheulichkeit der Menschen blicken, um sich selbst zu bestätigen, wie schrecklich der Mensch lebt.
Er sagte gerade an einer Stelle im Buch Jeremia, die haben sogar Dinge getan, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass man überhaupt so etwas Perverses und Schreckliches tun könnte. Gott kennt ja den Teufelskreis. Er weiß ja, dass dieser Teufelskreis wie eine Lawine, wie ein Krebs, immer stärker und schlimmer wird. Er sagt ja selbst durch den Apostel Paulus, diese von ihm abgefallenen, von Gott abgefallenen Menschen, bei denen wird es schlimmer und schlimmer werden. Immer mehr werden sie verführt sein, immer mehr werden sie versuchen, andere zu verführen. Schauen Sie, wenn wir zum Beispiel in unseren Weltnachrichten Artikel veröffentlichen, dann sind die zensiert. Zensiert in der Weise, dass wir zum Beispiel keine Worte wiedergeben, die man nicht aussprechen sollte, wie diese berühmten F-Worte. Sie wissen ja wohl, wovon ich spreche. Und wir haben auch diese detaillierten Beschreibungen von Abscheulichkeiten, die in Artikeln manchmal enthalten sind, die geben wir auch nicht wieder. Wir wollen gar nicht auf diese Ebene hinabrutschen. Schauen Sie, Gott hat Engel erschaffen, dass sie uns dabei helfen sollen, das Heil zu erlangen. Aber er hat sie auch ganz allgemein einer Rolle in unserem Leben zugesellt. Und wir lesen dies zum Beispiel auch im Hinblick auf Gebete. In Offenbarung Kapitel 5 und in Vers 8. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 8. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und denn jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Das ist hier eine Szene im Himmel, alle diese Wesen, die hier beschrieben werden, sind Engelwesen, alle miteinander. Aber die hatten eine goldene Schale voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und eine weitere Stelle in Kapitel 8, die Verse 3 bis 5, also irgendwie haben der Engel etwas damit zu tun, mit den Gebeten. Offenbarung 8, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und wenn Sie weiterlesen, sehen Sie dann eine Reaktion auf diese Gebete der Heiligen. Also auch hier wiederum wird eine gewisse Rolle der Engel deutlich. Nun, Engel sind keine Mittler. Der einzige Mittler zwischen dem Menschen und Gott, dem Vater, ist Jesus Christus. Er ist derjenige, der für uns bei Gott vermittelt. Also es geht nicht darum, dass Engel jetzt Mittler wären, aber sie sind Berichterstatter, könnte man sagen. Von daher sollen wir auch keine Engel anbeten, vor denen niederfallen. Wir sollen in keinster Weise Kontakt mit ihnen aufzunehmen wollen, denn letztendlich könnten wir auch da an andere Engel sich wenden, uns wenden, die keineswegs heilige Engel sind. Aber wenn natürlich Gott Engel schickt, und er hat es in der Vergangenheit getan, dann würden die sehr kurze Mitteilungen nur geben und würden sich gar nicht großartig auf Diskussionen und Gespräche einlassen wollen. Es sind keine Engel, die sich mit uns vertraut machen wollen, das sind die falschen Engel, die Dämonen. Die werden auch im Englischen Familiar Spirits genannt. Nebenbei gesagt haben wir eine Broschüre veröffentlicht, Engel, Dämonen und die geistige Welt, die auf diese Konstellation eingeht, auch auf die falschen Engel, die heiligen Engel. Und da sagen wir so einiges über Engel. Ich möchte kurz auf Matthäus 18 hier eingehen. Da, auch das ist etwas, was wichtig ist im Hinblick auf die Rolle, die Funktion von Engeln. Matthäus 18 und Vers 10. Matthäus 18 und Vers 10. Sehe zu, sagt Christus, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Nun, das kann sich jetzt auf Kinder von christlichen Eltern beziehen, das kann sich auch auf Christen selbst beziehen, die ja wie Kinder sein sollen, diese Kleinen, wie es heißt. Der Punkt ist, dass es hier scheinbar Schutzengel gibt, die hier angesprochen werden, die aber natürlich das Angesicht des Vaters im Himmel sehen können und die auch noch etwas Weiteres tun können. Wir lesen darum und darüber in Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15, Vers 10. Es
geht hier um einen verlorenen Sohn, sagen wir mal, jemand, der sich abgewandt hat von Gott, der aber bereut, der zurückkehrt. So sage ich euch, sagt Christus hier, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Vor den Engeln Gottes ist eigentlich nicht so wirklich gut übersetzt. Es heißt in der Menge Bibel, so herrscht Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt. Nur die freuen sich, weil sie teilhaben an der Erlangung des Heils. Mit anderen Worten, die haben ja gewisse Funktionen zu erfüllen. Sie helfen uns manchmal in physischer Hinsicht, sie können uns aber auch in geistlicher Hinsicht helfen. Als Christus sehr verzweifelt in dem Sinne im Garten Gethsemane betete zu Gott, dem Vater, da wurde ihm ein Engel gesandt, der ihn stärkte. Eine interessante weitere Stelle findet sich in 1. Korinther Kapitel 4. Auch Paulus war sich dessen klar bewusst, dass wir von Engeln beobachtet werden. 1. Korinther 4 und Vers 9, da heißt es, ich meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte, denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Schauspiel ist eigentlich auch wiederum nicht die beste Übersetzung. Es geht hier um einen Kampfplatz, eine Arena, wie sie damals existierte, als Menschen da mit Löwen sogar kämpfen mussten. Wir sind in einer Arena sozusagen und wir werden beobachtet als solche, die in dieser Arena kämpfen, und die Menschen und die Engel beobachten uns. Und deswegen schreibt die Hoffnung für alle auch wie folgt. Engel beobachten gespannt, wie er ausgehen wird. Er, Bezug auf den Kampf in der Arena. Mit anderen Worten, Engel beobachten gespannt, wie unser Kampf in der Arena ausgehen wird. Weil sie haben eine gewisse Funktion zu erfüllen. Sie beteiligen uns auch an unserem Weg hin zum Heil. Gott hat das so gesehen. Es sind dienstbare Geister ausgesandt für diejenigen, die das Heil erlangen sollen. Nun, eine weitere interessante Stelle findet sich in Daniel Kapitel 4. Alles dies zeigt, dass Gott es vielfach den Engeln überlässt, diese Dinge zu erkunden und ihm dann Bericht zu geben, weil er eben nicht diese ganzen schrecklichen Dinge selbst sehen will. Er hat reinere Augen, als dass er auf dieses Böse überhaupt blicken kann und möchte. Daniel Kapitel 4, angefangen Vers 10. Da hatte der Nebukadnezar einen Traum. Und er beschreibt diesen Traum dem Daniel. Das heißt hier in Vers 10, ich sah ein Gesicht auf meinem Bett und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Und der rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt ihm die Äste weg, streift ihm das Laub ab und zerstreut seine Frucht, dass die Tiere, die unter ihm liegen, weglaufen und die Vögel von seinen Zweigen fliehen. Doch lass den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase liegen. Vom Tau des Himmels soll er nass werden, soll sein Teil haben mit den Tieren an den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen, und ein tierisches Herz soll ihm gegeben werden. Und 7 Zeiten oder 7 Jahre sollen über ihn hinweggehen. Vers 14. Dieser Befehl ist im Rat der Wächter beschlossen. Im Rat der Wächter beschlossen. Und das Gebot ist eine Entscheidung der Heiligen, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie geben kann, wem er will, und selbst den Niedrigsten der Menschen über sich setzen kann. Gott kann eingreifen, um seinen Plan zu verwirklichen. Es geht mir hier darum, das war natürlich ein Engel hier, der dies verkündigte. Er sagte, das war im Rat der Wächter, also anderer Engel, beschlossen. Und es ist, wie er sagt, die Entscheidung der Heiligen, also der Engel. Nun, letztendlich macht David natürlich, oder vielmehr Daniel natürlich klar, wer die letztendliche Entscheidung trifft. Wenn man weiterliest, dann sagt er in Vers 20, dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat, vom Himmel herabfahren. Der sagt, der haut den Baum um, es geht natürlich um Nebukadnezar, der würde für 7 Jahre lang bei den Tieren leben, so quasi geistesgestört, weil er eben diesen Stolz hatte, den er nicht überwinden wollte. Und er sagt hier, der also gesagt hat, haut den Baum um und zerstört ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben.
Er soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Grase liegen. Vom Tau des Himmels soll er nass werden, mit den Tieren des Feldes zusammenleben, bis über ihn 7 Zeiten hinweggegangen sind. Vers 21, das König bedeutet, und zwar erging es als Ratschluss des Höchsten. Über meinen Herrn, den König, man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen. Du musst bei den Tieren des Feldes bleiben. Man wird dich Kraut fressen lassen wie die Rinder und so weiter und so fort. Letztendlich ist es die Entscheidung Gottes. Aber er benutzt Engel dazu, um von ihnen zu hören, was sie so sagen. Manchmal finden da regelrechte Konferenzen im Himmel statt. Und die Engel haben natürlich dann diese Entscheidung auch mitgetragen, im Sinne, dass sie damit einverstanden sind. Nun, wie wir in unserer Broschüre über die Engel auch erklären, haben möglicherweise nicht alle Engel bereits die endgültige Entscheidung getroffen, heilige Engel zu sein. Einige Engel mögen möglicherweise noch abfallen. Dämonen, vielleicht einige von denen, haben noch nicht die endgültige Entscheidung getroffen, für immer und ewige Zeiten Dämonen zu sein, können vielleicht noch sich bekehren. Das wird in unserer Broschüre angedeutet, aber es geht mir hier darum. Wenn Gott Engel aussendet, und es waren ja auch Engel, wie wir im Offenbarungsbuch gelesen haben, die in den Händen Christi waren, um ihm dann Bericht zu geben, das sind heilige Engel, die auch scheinbar die endgültige Entscheidung getroffen haben. Und so kann Gott denen vertrauen. Das heißt, in einigen Stellen der Bibel, im Buch Hiob, ja, Gott vertraut sogar seinen Engel nicht. Nun, das kann sich auf solche beziehen, die eben diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Aber diese endgültige Entscheidung, die sie getroffen haben, bedeutet natürlich auch, dass Gott ihnen vertrauen kann. Und gleichwohl forscht er dann nach, um die Menschen so zu prüfen und zu sehen, wie sie sich verhalten. Wenn also jetzt Gott im Einzelfall sich entscheidet, nachdem er diese Berichte erhalten hat, im Leben böser Menschen einzugreifen, wie er das bei Sodom tat, wie er das bei dem Turmbau zu Babel tat und wie er es natürlich bei der Flut auch getan hat, dann bedeutet dies, dass dies eine Ausnahme darstellt. Normalerweise lässt Gott, wie wir gelesen haben, die Menschen ihren Weg gehen. Nun, das bezieht sich nicht auf solche, die er berufen hat in diesem Leben, die er berufen will in diesem Leben. Das sind Leute, die bereits schon, wie die Bibel es sagt, bevor die Zeit begann, von Gott ausersehen worden sind, in diesem Leben, noch vor der Wiederkunft Christi, berufen zu werden, um in das Reich Gottes eingehen zu können. Alle anderen Menschen werden ihre Chance erhalten, und zwar in der zweiten Auferstehung, im Millennium. Eine Broschüre, die wir jetzt auch gerade veröffentlicht haben, die biblische Prophezeiung von nun an bis in Ewigkeit, geht auf alle diese Fragen ein. Was geschieht mit denen, die heute leben, ohne von Gott zu wissen, die sterben, ohne von Gott zu wissen? Sind die für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle verbannt? Natürlich nicht. Diese Broschüre erklärt dies. Die sollten Sie unbedingt lesen. Die sollten Sie, wie ich auch in der letzten Predigt bereits gesagt habe, unbedingt bestellen, um sie zu lesen. Nicht nur auf dem Internet zu lesen, sondern regelrecht eine Kopie zu erhalten, sodass Sie auch Notizen in diese Broschüre dann hineintragen können, unterstreichen können, was wichtig ist und so weiter und so fort. Normalerweise ergeht das Gericht über die Menschheit heute nicht. Das kommt noch in der zweiten Auferstehung. Oder auch im Millennium natürlich für diejenigen, die dann leben werden. Aber in Einzelfällen mag Gott eingreifen. Wie im Falle von Sodom zum Beispiel. Aber das ist der Grund, warum Gott alles dies so in Anführungszeichen ertragen kann. Er trägt es deshalb, weil er sich nicht konzentriert auf diese schrecklichen Entwicklungen, die stattfinden. Im Großen und Ganzen weiß er natürlich, wie es sich entwickeln wird. Aber er will sich nicht mit diesen Dingen auf diese schreckliche Weise befassen. Muss er wirklich jetzt sehen, um zu wissen, wie pervertiert der Mensch ist, was die alles tun in ihrem Leben? Menschen, die nicht berufen sind von Gott, die auch nicht berufen werden von Gott. Das weiß ja Gott ja auch. Das sind ja Menschen, die werden ja gar nicht berufen werden in diesem Leben vor der Wiederkunft Christi. Nun, was bedeutet das für uns? Hat es eine Bedeutung für uns? Es bedeutet, dass auch wir uns den Schmutz dieser Welt heute nicht anschauen sollten. Wir sollten uns nicht zu detailliert mit diesem Schmutz dieser Welt abgeben. Wir sollten nicht immer auf das Schändliche blicken, im Fernsehen, im Internet, da herumkurven, herausfinden, ja, wie sieht das aus, wenn man jemanden hypnotisiert oder wenn jemand Voodoo betreibt. Jemand wollte mir beweisen, dass es Voodoo-Priester gibt. Er schickte mir dann so eine ganze Anleitung, wie man Voodoo-Priester wird. Ja, bin ich bekloppt, mir so etwas durchzulesen. Muss man ja verrückt sein, nicht wahr? Mit so etwas befasst man sich nicht. Oder man schaut sich im Internet an,
wie da ein Exorzismus vorgenommen wird von einem katholischen Priester. Ist sowieso alles Humbug, um es deutlich zu sagen. Aber dämonische Kräfte spielen da schon mit. Ja, und das soll man sich anschauen? Oder wie sieht es mit schrecklichen dämonischen Filmen aus? Mit schrecklichen dämonischen Spielen, die es ja mehr und mehr jetzt gibt? Oder mit Kriegsfilmen, die die Gewalt verherrlichen? Ja, soll man sich das anschauen? Will man wirklich sehen, wie da die Menschen zerstückelt werden? Und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass Gott da Gefallen an solchen Dingen hätte. Und wir sollten es auch nicht tun. Schauen Sie, das sind alles satanisch inspirierte Dinge, von denen wir uns abwenden sollen. Da findet sich eine Warnung in Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2 und 24, Vers 24, eine Warnung von Christus an die Gemeinde in Thyatira. Und er sagt dann in Vers 24, euch aber sage ich den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben, die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Ich werfe keine andere Last auf euch, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Man muss sich nicht in die Tiefen des Satans begeben. Wenn man da sich hineinbegibt, dann kommt man da sehr schlecht wieder raus. Das ist etwas, was wir auch nicht tun sollten, in keinster Weise tun dürfen. Das ist ja alles satanisch inspiriert. Von dem, was ich heute sprach, das ist eine Welt abgeschnitten von Gott. Nun, wenn sie abgeschnitten ist von Gott und sie betet gleichwohl Gott an einen Gott, dann ist das nicht der Gott, den wir als wahre Christen anbeten. Es ist der Gott dieser Welt, der sie alle inspiriert hat, mehr oder weniger, den falschen Wegen dieser Welt zu folgen. Und das ist der Grund, warum es heute diese unglaublich schrecklichen, perversen Dinge gibt. Aber das darf auf uns nicht zutreffen. Und so möchten wir im Abschluss eine Stelle in Jesaja vorlesen, wiederum eine Ermutigung, eine Ermahnung, eine Warnung. Jesaja 52. Jesaja 52 und lesen wir Vers 11. Und sie spiegelt auch das wieder eigentlich, was wir im 5. Buch Mose gelesen haben, dass Gott sich abwendet, wenn er etwas Unreines bei uns sieht. Und so heißt es hier, weichet, weichet, zieht aus von dort, rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte, reiniget euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Wir tragen in symbolischer Weise heute des Herrn Geräte, wir tun sein Werk, wir folgen ihm, wir gehorchen ihm, wir leben ein Leben, das hoffentlich in Gottes Augen wohlgefällig ist, dann sollten wir mit diesem pervertierten Zustand der Welt nichts zu tun haben. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, auch wenn wir nach wie vor in dieser Welt natürlich leben. Und so ist Gott jemand, der auf solche schrecklichen Dinge gar nicht blicken will. Er hat reinere Augen, um auf dieses Böse zu blicken. Bekommen auch wir diese reineren Augen, dass auch wir uns abwenden von dem Bösen dieser Welt. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.